Nächstes Gletscher-Set, das ich euch jetzt vorstellen möchte, ist das Mammut Skywalker Pro Turn. Pro Turn, warum? Weil es den Dreher hier hat und das ist eine Besonderheit dieses Klettersteck-Sets. Der Dreher ist hier nicht wie bei allen anderen üblich oder bei allen anderen verarbeitet, bei den beiden Armen, sondern wirklich zwischen Einbindeschlaufe und Bandfalldämpfer. Die Einbindeschlaufe ist sehr groß gehalten, der Bandfalldämpfer ist wirklich kompakt oder fast kann man sagen mini. Das heißt, das Set lässt sich wirklich sehr gut einbinden. Hier seht ihr das Karabiner-Symbol, hier soll man den Karabiner für die Kurzfixierung reinhängen. Schauen wir uns die beiden Klettersteig-Karabiner an. Die sind hier jetzt von mittlerer Größe, aber groß genug, dass man hier auch bei großen Seilen wirklich keine Probleme hat. Die kleinste Stelle ist natürlich jetzt hier in diesem Fall. Natürlich mit Handballenverschluss, wie das derzeit üblich ist. Schauen wir uns noch die Länge an. Die Länge ist gut. Die Spannweite ist eigentlich auch gut. Es ist jetzt nicht ganz das Maximum, was es derzeit auf dem Markt gibt, aber sehr im oberen Bereich. Und die Frage ist natürlich, die sich uns gestellt hat, warum ist hier dieser Drehwirbel hier und nicht hier? Das soll laut dem Hersteller Mammut einen Vorteil haben. Wir haben das Set jetzt schon circa seit einem knappen Jahr und der Vorteil hat sich uns noch nicht erschlossen. Er funktioniert eigentlich genauso gut wie die anderen, die das weiter oben haben auch. Schauen wir uns das einmal an. Jetzt haben wir hier verdreht. Wichtig ist auch hier die Bewegung. Sobald ich das Set wieder in die Hand nehme, ist es eigentlich, ihr seht es, dann dreht sich das eigentlich aus. Wenn ich es in die Hand nehme, ich tue es jetzt absichtlich wieder andersrum, gehe jetzt, ja, dann nehme ich es wieder in die Hand und es ist schon wieder ausgedreht. Also summa summarum ein sehr gelungenes Set des Schweizer Outdoor-Ausstatters.